Ich habe hier noch eine spannende Frage, die eingegangen ist, nämlich musste Anna Anker in ihrem Leben auch schwere Krisen bewältigen, ihr Leben erscheint seltsam bruchlos. Ja, oft haben wir ja die Vorstellung von einem Künstler, einer Künstlerin als Außenseiter, jemand, der außen steht, jemand, der schwere Krisen bewältigen muss, um daraus kreativ zu schöpfen. Das ist natürlich auch ein Klischee und jedenfalls längst nicht immer der Fall. Anna Anker hatte nicht nur sehr viel Talent, sondern auch beste Voraussetzungen, kann man glaube ich sagen. Als sich Mitte der 1870er Jahre eine Künstlerkolonie in Skagen ansiedelte an der Nordspitze Jütlands, war Anna, geborene Brondum, schon da. Sie lernte dann dort Michael Anker kennen, ihren späteren Mann, der das Talent seiner Frau anerkannte und zu schätzen wusste, gleichwohl die sich natürlich auch gelegentlich kappelten, denn sie hatte womöglich das größere Talent. Und sie hatte auch eben eine Mutter gehabt, die ihr überhaupt das Studium ermöglicht hatte an einer privaten Kunstschule. Die Kunstakademie stand Frauen zum damaligen Zeitpunkt ja noch nicht offen.